Rechtspopulistische Parteien auf dem Vormarsch. Fremdenfeindlichkeit wird salonfähig, die Bevölkerung ist verunsichert. Es scheinen wahrlich finstere Zeiten anzubrechen in Deutschland und der Welt. Andererseits gab die große Hilfsbereitschaft bei der Ankunft vieler Flüchtlinge im vergangenen Jahr durchaus Anlass zur Hoffnung. Dass das 2015 zu einem so enormen zivilgesellschaftlichen Engagement geführt hat, ist durchaus ein Zeichen dafür, dass die Zeiten nicht allzu finster sind, wie wir glauben, dass sie aussehen. Aber gerade die Journalisten und Journalistinnen, also die Art, wie im medialen Diskurs das dargestellt wird, ist erstaunlich, weil gerade dieses große zivilgesellschaftliche Engagement kaum Wahrnehmung danach gefunden hat. Weil natürlich brennende Flüchtlingsheime oder Gruppen von Menschen, die vor einem Flüchtlingsheim stehen und schreien und Parolen rufen, das schafft natürlich Aufmerksamkeit, Klicks und Auflage. Inwiefern müsste die Literatur hier ein Gegengewicht bilden? Über diese Frage diskutierten junge Frankfurter Autoren in der vollbesetzten Bar Saint-Clichy in Sachsenhausen. Sollte es heute noch eine Stimme der schreibenden Intellektuellen geben, so verhallt sie weitgehend ungehört. Ganz anders als in früheren Zeiten. Denken Sie mal an die Gruppe 47, eine hochpolitische Bewegung. Denken Sie an Einzelfiguren wie Böll oder Krass. Und zumindest in meiner Wahrnehmung gibt es die Literaten nicht, die politisch noch die Stimme erheben würden. Oder man hört sie nicht mehr so. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Wir leben vielleicht ein bisschen im Informations-Overkill. Und wenn jemand schreit, hat er vielleicht nicht mehr so das Forum, wie es vor einiger Zeit noch war. Das Nachdenken über diesen Zustand begannen die Autoren mit einer Selbstreflexion. Ist dieses Problem vielleicht auch ein gutes Stück weit hausgemacht? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Literatur sich über andere stellt, dass das ein System ist mit einem Habitus, wo andere nicht reinkommen, dass sich selbstbestätigend ist, sodass dass eben nicht zugehört wird, zum Beispiel, wie fühlen sich wirklich Leute, die aus dem Ghetto kommen? Oder fühlt sich wirklich eine Unterschicht? Versuchen, die zu erreichen, nicht immer nur die Leute, die sowieso schon viele Bücher lesen. Ein klares Plädoyer für eine offene Gesellschaft. Auch das vermissen viele bei den Stars des heutigen Literaturbetriebes. Ich finde, dass ein paar Impulse der Großverlage leicht machbar wären. Und das wollte ich vielleicht heute auch im Rahmen dieser Veranstaltung mal anregen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einer Anthologie, dass halt Autoren sich gegen Fremdenfeindlichkeit äußern oder sowas? Meines Wissens gibt es so etwas nicht. Es gibt immer nur sozusagen die Stimme des Volkes und die ist leider in zunehmendem Maße fremdenfeindlich und die Schriftsteller äußern sich darüber nicht. Doch nicht allein mit der direkten Stellungnahme könnten Literaten Einfluss nehmen. Auch eine Sprache zu entwickeln, die ohne tendenziöse Metaphern auskommt, könnte zur Differenzierung der öffentlichen Debatte beitragen. Ein Autor muss sich immer fragen, welche Wörter verwende ich, um gewisse Dinge auszudrücken. Und das gilt jetzt nicht nur in Bezug auf Geflüchtete, sondern eben auch auf die auf Dinge wie zum Beispiel homosexuelle Menschen, Menschen mit Behinderungen. Wie werden diese in der Literatur dargestellt? Und ich glaube, dass Literatur dort zu einer Verfeinerung und zu einem gerechten Umgang mit diesen Menschen allein in der Darstellung und in dem Gebrauch, wie diese Menschen beschrieben werden, führen kann. Und das wäre für den Anfang ja schon eine ganze Menge.